Ja, zum Klingentausch legen Sie Ihren Automauer auf den Rücken. Wichtig beim Tausch der Messer, tauschen Sie bei den Automauer G2 Modellen immer durch das vorhandene Loch in der Gleitscheibe. Einige Kunden haben zum Messertausch diese komplett demontiert, was erstens nicht nötig und zweitens sehr zeitaufwendig ist. Beginnen Sie also mit dem Lösen der Messerschrauben und entnehmen Sie die Klingen dann vom Messerteller. Wenn nötig, können Sie den Sitz der Klingen mit Ihrem Schraubendreher oder der Messerklinge selbst reinigen. Dort setzen sich ab und zu Rasenreste ab. Hier jetzt der ganze Vorgang kurz im Zeitraffer. Sind alle Messerklingen entfernt? Fixieren Sie die erste Messerklinge mit Hilfe der Gleitscheibe. Dann können Sie diese bequem anschrauben. Sieht man hier ganz deutlich. Etwas fixieren nochmal. Und mit dem Schraubendreher dann festziehen. Achten Sie beim Anziehen der Schraube darauf, dass Sie diese bis zum Anschlag anziehen, die Messerklinge sich jedoch frei bewegen lässt. Sieht man hier ganz gut. Ja, und das Ganze jetzt nochmal im Zeitraffer. Das war's dann schon wieder. Ihr Michael Häusler.